Die Visite mit freundlicher Unterstützung vom Shoppi Tivoli Spreitenbach. Ihr Einkaufszentrum für die ganze Familie. Und Emil Frey, Ihr Autocenter Safenwil mit Kia Motors. Ich bin hinne. Liebe Zuschauer, bitte wünschen Sie sich nie einen Kameramann wie ich habe, weil er hat vergessen zu tanken. Ich muss jetzt schieben, seit circa 4 Kilometer, und ich bin sau. Ich bin fuchsteufelswild. Ich bin jetzt schon bis Muen, wo die Kühe Geräusche von sich geben. Wieso bin ich da? Der Köbi Hänseler, der spielt Drehorgel, und den gehen wir besuchen. Tu's mal mitschieben, bitte. Schieß mich langsam mal. Komm jetzt! Mann, bin ich kaputt vom Schieber. Hier das Schild vom Muen. Und liebe Zuschauer, ich habe ein Mail bekommen, und zwar von der Stefanie. Wie viele Leute schaffen bei Tele Mainz? Ohne den Kameramann, den ich nachher verhaue, sind es noch 9-4. Hoi Peter, hoi Sally. Hallo Peter. Kennst du meine Sendung, ja? Tele Mainz? Ja, genau. Jetzt sind wir da. Doch. Nein, nicht gleich. Ist Tele Mainz auf Ihrem Fernseher unter den ersten 9 Sender, können Sie an die Jahr ein Kia Ceed im Wert von über 27'000 Franken gewinnen. Obendrauf hängen Gutscheine für den nächsten Einkauf im Shoppi Tivoli zu Spreitenbach. Haben Sie Tele Mainz später programmiert, dann haben Sie immer noch die Chance, in unserem Kartenspiel ums Auto und Gutscheine zu spielen. Es ist 9 Uhr, schau mal, Tele Mainz. Van Graaf 150 Franken. Das ist nicht schlecht, hä? Ja. Hast du gemischt? Ja. Gut, also, eine Karte da. Oh nein, das ist so einfach, oder? Scheiße, jetzt hast du wirklich... Er schießt mich jetzt. Ah, ich schlich. Nein, eben Glück. Das Spiel heißt höher, tiefer. Ist die nächste Karte höher oder tiefer als das Ass? Eben, da musst du nichts sagen. So, tiefer. Ja, super. Das ist den Gutschein auch noch. Weißt du, jetzt gehörst du mir, weißt du? Kannst deinem Mann sagen. Ich komme dann jede Woche vorbei, ab jetzt. Ha? Tschüss. Kein Schießdreck machen. Tschüss. Ein schöner, ha? Tschüss. Ein schöner, ha? Zweite Wohnung. Jetzt, weißt du, was ich hier mache? Ich mache 1,60 Franken. Ha? Wäre auch nicht schlecht. Ha? Hallo, Tele Mainz, hallo. Tele Mainz ist überall, weißt du? Ja, ich weiß schon. Eva? Also wollen wir schnell schauen. Wo ist dein Fernseher? In der Stube, also. Das SF2, SF Info, wie es gehört als Schweizer. Da sind wir schon. Tele Mainz auf dem Vieri. 7 Enkel. Ja. 7 McDonald-Gutscheine. Ne? Jetzt geht es noch um einen 150 Franken Gutschein bei Shoppi Tivoli van Graaf. Ja, gut. Zum Kleider? Oh. Ja, da machen wir. Komm, da kannst du immer noch verschenken. Ja, genau. Ich habe schon lange im Spiel. Nee, aber ich mache jeden Tag Spiele mit dem Kameramann. Der ist so alt wie wir beide zusammen. Und da geht's um den Gutschein. Ist die nächste Karte höher oder tiefer als die Dame? Sag Typ, vertraue mal einem Mann wie mir. Nein. Sag Typ, vertraue mir. Ja, jetzt höre ich gleich. Na gut, dann dreh um. Dreh um. Ist jetzt tiefer. Hättest du mir mal geräuscht, ne? Jetzt hast du halt nur die McDonald-Gutscheine. Schau, jetzt klebe ich dir den genau auf deine Kopfhöhe. So. Übrigens, liebe Zuschauer, ich darf nicht verraten, dass die Ruth, obwohl sie jünger aussieht, eine 80 ist. Ich habe das nie gesagt. Tschüss, Ruth. Pass auf dich auf und gute Gesundheit. Ist gut. Ha? Markus, jetzt gehen wir Drehorgel spielen. Komm, auf geht's. Drehorgel, das hat mich schon als Kind fasziniert. Ich sage erstmal Hallo, freut mich. Ha? Und Köppi, danke für die Einladung. Dankeschön. Du tust jetzt schon seit 5 Jahren Drehorgel spielen. Ja, das in ist etwa. So. So in dem Stil. Und das machst du aus Leidenschaft? Das ist mein Hobby, ja. Ist das schon als Kind sie oder was hat dich fasziniert von Anfang an? Kommst du aus der Musik? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nichts am Hut mit der Musik. Grundsätzlich auch gerne Musik. Ja. Aber für ein anderes Instrument habe ich es eigentlich nie fertig gebracht zum Spielen. Okay. Aber Drehorgel hat mich schon als Kind fasziniert. Ja, das ist genau das. Karussell, Drehorgel, ja. Das ist für mich das Größte gewesen. Ja.
Ja, das sind jetzt Pfeifen drin? Das sind Orgelpfeifen, ja. Ja, wie viel hast du jetzt da drin das insgesamt? Insgesamt sind 40 Pfeifen. 40 Pfeifen, das ja. ist auch in etwa der Schnitt, den man so hätte, oder? Nein, da kannst du verschiedenste haben. Ja, von? Das kann bis 120 oder noch mehr Pfeifen. Ah, so viel, oder? Ja, okay. Da kommt nicht jetzt einfach eine CD rein oder so ein Chip, sondern da kommt eine Rolle rein, ist das richtig? Das ist jetzt so eine Rolle, die da reinkommt und da ist jetzt ein Lied drauf, oder? Da sind drei drauf. Drei Lieder, ja. Okay. Welches ist jetzt zum Beispiel da drauf? Das ist der Kuckuckswalzer. Ist der das Kuckuckswalzer, erste. Okay. Ja. Und diese Löcher geben diese Töne? Ja. Und das kommt hier rein, das wird hier eingespannt? Das wird da eingespannt. Ja. Die Maschine wird gefüllt mit Luft. Dann ja. Dann wird eine Blase gebaut, die wird wie aufgepumpt. Ja, okay. Und sobald ein Loch kommt? Und sobald ein Loch kommt, wird dieses Loch frei. Ja. Die Luft geht weg, das Ventil geht auf und die andere Luft geht auf die Pfeife. Gut. Und dann kann man da drehen. Es kommt Kuckuck. Unglaublich! Liebe Zuschauer, der Köbi hat gesagt, wir probieren jetzt ein Duett. Ihr sollt das Lied erraten. Wenn ihr es erratet, bevor ich sage, habt ihr einen Preis gewonnen. Was weiß ich, ein Joghurt aus dem Kühlschrank. So, also fangen wir an. 1, 2, 3. Ah, jetzt höre ich's. Ein Schiff wird kommen. Das war von Freddie Quinn. Nein. Wann? Von Lale Anders. Das müsst ihr gesehen haben, ohne Seich. Also, das ist eine kleine Drehorgel für das Badezimmer. So ein Gerät kostet, ich sag's nicht, mehr als ein VW Golf. Komm! Zuschauer, falls ihr auch ein verrücktes Hobby oder Leidenschaft habt. Rui, danke viel mal. Kevin, Hammer, super, hab mich riesig gefreut. Ich finde das ein Hammer-Hobby, eine Hammer-Leidenschaft. Meldet euch einfach, Visite. Danke viel mal. Visite mit freundlicher Unterstützung vom Shoppi Tivoli Spreitenbach. Ihr Einkaufszentrum für die ganze Familie. Und Emil Frey, Ihr Autocenter Safenwil mit Kia Motors.